Herr Lotz, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag von 2016 steht auf Seite 104, ich darf zitieren, mit der Erstellung des Leitbildes für die Landwirtschaft wollen wir die Voraussetzung für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Agrarstruktur sichern. Aufbauend auf dem Leitbild soll eine Gesetzesinitiative zur Reformierung des Bodenmarktes erfolgen, welche insbesondere dem Ziel der Preisdämpfung und dem Pacht- und Bodenmarkt dienen soll. Dabei sollen Regelungen für Geschäftsanteilsverkäufe getroffen werden. Wir wollen die Transparenz auf den Bodenmärkten erhöhen und der Spekulation entgegenwirken. Am 25.04.2018 erschien dann dieses Leitbild Landwirtschaft. Ursprünglich war geplant, dass sich darin natürlich alle Akteure des ländlichen Raums wiederfinden in einer angemessenen Form. Doch stattdessen, so kann man es in der Top Agrar nachlesen, stritten sich 15 Verbände mit der grünen Ministerin und stiegen aus der Diskussion aus, sodass dieses Leitbild letztlich dann doch zu einem Leitbild wurde. Schon damals monierte auch der Bauernverband, Sie können es auch nachlesen, es handele sich um eine Scheindebatte, der Berufsstand werde gar nicht ernst genommen, zudem enthalte das Papier unverantwortlich Versprechen in die Zukunft, doch das Leitbild existiert zum Leitwesen. Wer aber die Veranstaltungstafel im Foyer des Landtages studiert, hat auch sicherlich schon registriert, dass sich in den Fraktionen der Kenianer eine Arbeitsgruppe gebildet hat, die ab und zu tagt und sich mit einem Gesetzentwurf zur Agrarstrukturreform beschäftigt. Wie viele Sitzungen mit welchem Ergebnis bleibt geheim. Allein der Stand der Beratung allerdings wurde vom Kollegen Barth am 14.06.2019 in Stendal verraten. Ich zitiere ihn auch mit den Worten, wir sind eigentlich fertig, es fehlen nur noch Feinabstimmungen, das war vor knapp einem halben Jahr. Aus Regierungskreisen ist dort nichts zu erfahren, dort wird das Thema aus den immer gleichen Gründen vor sich hergeschoben. Man will sich halt mit den großen, einflussreichen Leuten nicht anlegen. Aber während Sie noch in Ihren internen Grüppchen und Feinabstimmungen pflegen, bringen landes- und branchenfremde Investoren immer mehr Anhalterland in ihre Hand und bestimmen natürlich, wie darauf auch gewirtschaftet wird. Laut dem Thünen-Institut gehört der heimische Bodenmarkt zu den mobilsten in ganz Deutschland. Die Bodenpreise stiegen von 1999 bis heute von 5.000 auf bis zu 20.000, ja stellenweise 30.000 Euro je Hektar. Auch durch die landes- und bundeseigene Verwertung. So kommt es, dass in Sachsen-Anhalt der Boden eine Wertsteigerung in dieser Zeit von über 250% erreichte. Da leuchten jedem Investoren die Augen und dem Landwirt tränt das Herz. Warum brauchen wir eine Agrarstrukturreform? Die bisherigen Maßnahmen werden umgangen. Behörden kommen bei der Kontrolle der Anträge nicht hinterher. Der Käufer gründet mit Hilfe eines Strohmannes einen Betrieb. Die Verbände finden in der Kürze der Zeit keinen Landwirt, der hier einspringen kann und ein Vorkaufsrecht ausüben kann oder überhaupt ausreichend liquide ist, dieses auszuführen. Und letztlich kaufen Geschäftsleute Anteile von Betrieben. Letzteres natürlich nur, wenn diese durch die derzeitige Lage des Marktes in Schieflage geraten sind oder weiter unter den Restriktionen und Fesseln unserer Bürokratie erdrückt werden. So kommt es, dass in Sachsen-Anhalt im Schnitt 30% der Unternehmen bisher keine regional aktiven Unternehmen mehr sind. Ebenso gehört auch bereits über 30% der Ackerfläche Investoren, die nicht mal hier vor Ort leben und wirken. Warum brauchen wir denn dann eine Agrarstrukturreform lieber gestern als heute? Viele Betriebe stehen mit einem Bein im Ruin. Die Getreidepreise sind im Keller, die Nachfolge ist nicht klar. Die Futterpreise, Lohnkosten und anderer Finanzbedarf steigt. Die Nullzinspolitik macht es schwer, an Kredite zu kommen. Und die Betriebsmittelkredite sind ziemlich ausgeschöpft. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Diese unerträgliche Situation treibt natürlich die Landwirte in die Arme von Investoren, die sich über Share-Deals an Betrieben beteiligen und auch so an der Fläche. Weiterhin ist der fehlende Nachwuchs ein Problem im landwirtschaftlichen Bereich. Der Einstieg von fachfremden Investoren wird dadurch noch erleichtert. Das jüngste Beispiel aus dem Süden des Landes zeigt das deutlich, dass nicht einmal mehr Genossenschaften, die im Schnitt 30 bis 100 Mitglieder haben, vor Stiftungen geschützt sind. Dazu zitiere ich auch unser Landwirtschaftsministerium aus der Top Agrar. Agrargenossenschaften sind kein Bollwerk gegen Investoren. Es gäbe inzwischen eine ganze Reihe von Beispielen, bei denen vor allem Unternehmen mit wenigen Mitgliedern von Investoren übernommen worden seien. So zeigt das MULA einmal mehr, dass die Gefahren zwar bekannt sind, allein der Wille zum Handeln scheint hier nicht da zu sein. Mit den Verbänden hat man sich im Land verscherzt, es herrscht größtenteils Funkstille. Aber auch die Bundeslandwirtschaftsministerin scheint enorme Ängste vor dem Dialog mit unseren Bauern zu haben. Denn als Gastrednerin auf dem mitteldeutschen Ernährungsgipfel geladen,
lässt sie sich vom Staatssekretär Fuchtel aufgrund einer Fraktionssitzung blumig entschuldigen, während die Traktoren mit den Bauern durch Magdeburg rollen. Aber später berichtet der Spiegel, saß sie tatsächlich beim Kaffeeplausch mit Bauer Willi in Berlin. Übrig bleibt nun allein unsere Landwirtschaftsministerin, die am 5.10.2019 in der Volksstimme feststellte, die Preise gehen durch die Decke und Monopole verhindern, dabei aber nicht alle Investoren abschrecken will. Eine Gratwanderung, wie die Zeitung feststellt. Ministerin Dalbert ruft danach den Abgeordneten des Parlaments zu, nun das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und die nun endlich ein Gesetz vorstellen sollen, um den Ausverkauf des Landes endlich einen Riegel vorzuschieben. Am 16. und 17. wird die Lage in der Mitteldeutschen Zeitung noch bedrohlicher, denn eine Studie der Martin-Luther-Universität erklärt detailliert, welche negativen Auswirkungen auf das dörfliche Leben nicht in der Region verwurzelten Landwirtschaftsinvestoren bisher haben. Es wird umfassend dargestellt, welche Leistungen der im Dorf ansässige Bauer hat, zum Beispiel das Vereinsleben fördert, den Winterdienst stellt oder auch im Gemeinderat eine große, wichtige, entscheidende Rolle spielt. Die Stiftung und ein Leipziger Autohausbesitzer werden nun auch zu den neuen Großgrundbesitzern hier in Sachsen-Anhalt gezählt. Noch einmal zitiert die Mitteldeutsche Zeitung dazu Landwirtschaftsministerin Dalbert, kurioserweise aus auch dem benannten Interview aus der Volksstimme: Die Abgeordneten müssten hoffentlich bald einen Gesetzentwurf vorlegen, mit dem der Verkauf von Ackerland geregelt wird. Wir haben das vernommen, Frau Ministerin, daher heute unser Antrag an das Parlament, das nun eigentlich fertige Gesetz doch bitte auch endlich mal vorzustellen, am besten als Weihnachtsgeschenk für unsere Bauern auf dem nächsten Dezemberplenum. Darum, werte Herren und Damen, es wurde bereits genug diskutiert, der Ausverkauf des Bodens geht immer weiter. Bekennen Sie sich zu unseren Landwirten und zu unserem ländlichen Raum und zum natürlich regional selbstständigen Bauern. Werden Sie aktiv, lösen Sie das Problem. Ich bin auf Ihre Vorschläge und auf den Zeitplan, den Sie hier vorlegen, gespannt. Dankeschön.